Friends and Friendinnen, ich hoffe, es geht euch gut. Heute werden wir einen Bagoretta, einen kleinen Thunfisch, fangen, erlegen, filetieren und dann werde ich euch zeigen, wie man ihn zubereitet. Wir befinden uns hier an der Ostküste, wunderschönes Terrain. Im Moment sind die Fische hier schwer aktiv und schwer unterwegs. Und mit am Start habe ich heute den Toddy. Der Toddy kommt aus Good Old Germany. Und wo der Toddy arbeitet, das erzählt er euch jetzt mal. In der Angelbranche. Ja, ich bin tätig im Angelsport Bonn. Wenn ihr mal in Bonn seid, kommt vorbei. Geiler Scheiß. Ich freue mich auf euch. Wollte eine Bagoretta fangen, hat mir geschrieben. Da haben wir gesagt, das machen wir doch. Und jetzt hoffen wir, dass wir eine kriegen. Eine schöne Bagoretta. Ich freue mich. Einen wunderschönen kleinen Thunfisch. Einer der schönsten Jäger hier im Mittelmeer. Yeah. Das Angelgerät, wir haben hier einfach eine lange Rute. In dem Fall Seatrout-Katapult. Ist 3 Meter lang, Penn Slammer 4 in 3500, eine 016er Schnur drauf, Fulline von der Angeldomäne unbedingt abchecken, ist wirklich der Hammer die Schnur. Als Ködertechnik haben wir hier ein Spirulino, dann haben wir eine Stopperperle und einen ganz kleinen Tönchenwirbel und dann ein Vorfach mit einem kleinen Gummiwürmchen. Der Spirulino hüpft über die Wasseroberfläche, macht schön Action und dieser kleine Wurm, der kommt hinterher, macht und vibriert und die Fische kommen von unten und hauen diesen Gummifisch weg. Gucken wir mal, wann die Fischis kommen. So geil, wenn die dann da hinterherkommen, Junge. Dann hat Toddy eine Veränderung. Ausgerechnet in dem Moment, wo die Angeln um uns herum krumm sind und der Bagoretta-Schwamm vorbeizieht. Doch Toddy ist ein Ehrenangler. Er will seine Federung selbst lösen und mit seiner eigenen Angel angeln. Wir haben beide. So, schön. Hast du es entheddert? Komm, nimm du meine Rute, ich mach das. Ist doch egal, du sollst ja deine erste Bagoretta fangen, Junge. Scheiß aufs Video. Fisch! Boah! Da ist sie! Oh. Klein, aber fein. Junge, wie die abgehen. Und raus mit dir. Mein Lieber, da ist er. Oh. Komm, nimm dir schnell meine Rute. Hast du? Wunderschöne, feine Bagoretta. Einer der schönsten Fische, die wir hier haben. Naja, tut mir zwar leid, aber die wird verwertet. Das sind Schwarmfische, gibt es ganz viele von. Um die kümmere ich mich jetzt erstmal. Yeah! Also jetzt guckt euch diesen wunderschönen Fisch an. Ist der nicht einfach schön? Der hat hier neben auch diese Einkerbung. Da legt er die Flosse komplett rein. Der kann hier die Rückenflosse komplett reinlegen. Ihr seht, die verschwindet komplett. Wie so eine kleine Fuge. Und hier hinten mit diesen kleinen Babyflossen tun die Fische steuern. Ja, das ist sie. Eine wunderschöne Baby-Bagoretta. Aber für die Pfanne ist sie perfekt geeignet. Jetzt geht's ab. Wann kommt deine Bagoretta? Ich hab doch schon fast eine drauf, Mann. Ich freue mich richtig. Aber noch mehr freue ich mich, wenn Toddy gleich einen Fisch fängt. Das allererste, was ich jetzt mache, ist den Fisch schon mal ausnehmen. Aus dem Grund, ich möchte nicht, dass irgendwelche Parasiten oder eklige Sachen in das Fleisch übergehen und dann würde es sofort erstmal auf Eis gelegt. Oh, guck, da hat er auch eine. Oh, schnell, Toddy. Und jetzt gucken wir mal, was hier drin ist. Und hier sehe ich schon was. Das sieht frisch aus. Und zwar diese Bagoretta vor kurzer Zeit diesen Fisch gefangen und gefressen. Wunderschöne. Und
Totti, mein Lieber. Geschmiert von Lulu mit ganz viel Liebe. Das ist ein Käse, der schmeckt wie wenn du eine Euter, eine Kuh an der Euter leckst. Sehr, sehr frisch. Cheers. Schnell, schmeiß, Totti. Schön raus, sehr geil. Oder, boah, Alter. Ein Schlag. Boah, hier vorne sind ein ganzer Schwarm. Komm schnell, genau. Schnell. Alter, da sind sie noch. Hadi, schmeiß, was das Zeug hält. Die sind noch da. Für was Materialismus, wenn es Fische gibt? Sehr schön. Boah. Weil wir Angler sind und die Natur lieben, lassen wir überall unseren Müll liegen. Oben drauf gepisst. Guter Angler. Totti, wie viel Fische hast du heute gefangen? Das geht dich gar nichts an. Angekommen. Ich habe die zwei kleinen Bacurettas mitgebracht. Und jetzt geht es an die Zubereitung. Frisch gebraten schmeckt dieser Fisch herrlich. Aber man kann diese Fische ganz toll einlegen. Und zwar in Konservengläser mit Öl. Und wie man das macht, wie man Fisch haltbar macht, das werden wir euch jetzt zeigen. Ich freue mich darauf. Jetzt legen wir mal los, würde ich sagen. Fangen wir mit den benötigten Sachen an. Ihr braucht Einmachgläser mit 9 Deckeln. Eine Zange, ein Schneidbrettchen, ein Messer, Fisch, Olivenöl, Salz und einen großen Topf. Als erstes kochen wir die Gläser und die Deckel im Kochtopf ab. Auch die Zange kochen wir ab. Nach 10 Minuten holen wir die Gläser mit unserer abgekochten Zange aus dem Kochtopf heraus und stellen sie auf ein sauberes Tuch. Dann schneiden wir die Köpfe und die Schwänze ab und schneiden den Körper des Fisches in ungefähr 3 gleich große Stücke. Dann kommt das Salz in den Topf. Pro Liter sind es 80 Gramm. Danach der Pfeffer. Das müsst ihr nach eurem Gefühl machen. Jetzt hauen wir die Fischstücke in den Kochtopf und lassen sie für ungefähr eine halbe Stunde kochen. Auf Backpapier entfernen wir die Gräten und auch die Blutlinie aus unseren gekochten Fischstücken. Dabei benutzen wir Einweghandschuhe. Das ist ganz wichtig, damit keine Bakterien an den Fisch kommen. Und so sehen dann unsere super lecker, geil gekochten, wunderbaren Bacuretta Fischfilets aus. Olivenöl in die Gläser und dann füllen wir die Gläser sorgfältig mit unserem Fisch. Alles mit Öl auffüllen, sodass der Fisch komplett mit Öl bedeckt ist, den Deckel draufschrauben, Glas sauber machen, ein Geschirrhandtuch in den Topf legen, damit das Wasser beim Kochen nicht raussprudelt, so viel Wasser in den Topf einfüllen, dass die Gläser gut mit Wasser bedeckt sind und jetzt 30 Minuten lang kochen. Ihr könnt die Gläser ruhig im Wasser abkühlen lassen. Jetzt habt ihr gelernt, wie man Fisch in Öl konserviert. Mega, oder? Macht das doch mal nach. Ja, meine Lieben, macht das doch mal nach. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich sitze mittlerweile an diesem Video, weil ein Part kommt noch, den drehen wir jetzt. Seit über 12 Stunden an dem Video, bin heute Morgen kurz nach 6 aufgestanden. Jetzt haben wir 7 Uhr. Und jetzt gibt es aber nochmal richtig guten Fisch. Und zwar eine richtig dicke, leckere Bacuretta. Ein gutes Stück auf dem Burnout, angeheizt, halb roh. Und das müsst ihr euch jetzt nochmal angucken. So geht's. Das Ding wird jetzt erstmal richtig aufgeheizt und dann kommt der gute Thunfisch da drauf. Dieses leckere Stück gewürzt mit Salz und Pfeffer. Wow. Und Mike? Fix und fertig mit der Welt. Müde, kaputt. Mir bleiben jetzt ungefähr noch so 2-3 Stunden zu schneiden und dann bin ich fertig. Deshalb lasst bitte alle mal ein schönes Like da. Da steckt so viel Arbeit drin, das kann sich überhaupt gar keiner vorstellen.
Aber ich bin glücklich und dankbar, dass es endlich gleich wieder mal vorbei ist. Ja. Aufpasse, aufpasse! Der Schinke wird gedreht. Ach, guck mal. Ah. Fertig ist das Gerätchen. Guckt euch das an, das schneiden wir jetzt auf. Ja, gut. So, Dankeschön, Lulu, für deine Kochkunst beim Einkochen. Und 0 bis 10, wie viel? 8. Wow. Und jetzt Bacuretta noch mal so. Das ist für mich die leckerste Zubereitungsart. Und das hier werden wir uns im Winter schmecken lassen, mein Lieben. Haut rein, gut Abo. Ich bin schüchtern, du weißt, also ex ich das Bier, bis ich lüstern entgleist. Und mach Schwachsinn, bis ich nass bin, voller Schweiß. Schwanken dann der Tank und 5 Würste verspeist. Ich heb ab, da geht's ab, der Abend ist noch lang. Und das Bier saug ich auf, als wär ich SpongeBob der Schwamm. Also aufziehen mir.